So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und morgen ist es soweit. Ich habe es noch gar nicht angekündigt gehabt, aber wir wollen uns heute noch mal kurz damit beschäftigen, weil es eben morgen soweit ist. Wovon redet der da schon wieder? Genau, morgen ist der 10. April 2019 und morgen gibt es die zweite legendäre Mittagspause. Ihr habt ja alle diese Ingame-Benachrichtigung bekommen, die wollen wir uns noch mal kurz angucken. Ein Experiment zur legendären Mittagspause, Giratinas Urform. Das letzte Mal war das natürlich mit Dialga, jetzt also mit Giratina in der Urform. Und da steht dabei, wir hatten unsere erste Mittagspause zusammen am 13. März und bedanken uns für die rege Teilnahme und das viele Feedback. Mehr Forschung ist erforderlich und wir brauchen deine Hilfe. Am Mittwoch, dem 10. April von 12 bis 13 Uhr, Ortszeit, finden vermehrt Raids mit Giratina in seiner Urform statt. Um dein Geschick im Kampf zusammen mit deinen Freunden, Mitarbeitern und Klassenkameraden auf die Probe zu stellen. Während der Eventstunde finden vermehrt Level 5 Raids mit Giratina in seiner Urform statt. Danke für dein Feedback. Es hilft uns dabei, Pokémon Go noch dynamischer zu gestalten, indem wir Events wie dieses erstellen. Wir werden dieses Event zur Verbesserung weiterhin testen. Wir sind uns bewusst, dass nicht jeder Trainer an jedem Event teilnehmen kann, aber diese Tests sind der erste Schritt zur Erstellung von mehr Events mit unterschiedlichen Spielweisen. Behaltet immer eure Umgebung und andere im Auge, während ihr Pokémon Go spielt. Und guckt immer auf die anderen, was sie machen, ey. Das geht überhaupt nicht klar. Trainer, in kurzer Zeit gibt es weitere Updates. So, dann natürlich die Frage, wart ihr dabei bei der ersten legendären Mittagspause am 13. und seid ihr morgen dabei bei der legendären Mittagspause am 10. April? Eben habe ich es noch gesagt, schon wieder vergessen. Was ist eure Strategie natürlich für die legendäre Mittagspause? Bei uns war das letztens so, wir haben uns also dann zusammengefunden, wir haben dann auf dem Marktplatz an einer neuen Arena einen Raid gemacht, an der Sonnenuhr, und direkt daneben an der Arena am Dino dann den zweiten Raid. Und ja, für mich war das natürlich cool. In letzter Zeit, ich versuche eigentlich immer, wenn eine neue Arena da ist, zu warten, bis da ein Fünfer dran ist. Und wenn ein Fünfer dran ist, sage ich, hey, da ist ein Fünfer, jemand Bock mitzumachen? Wenn jetzt keiner kommt und keiner Bock hat, dann mache ich den eben alleine. Und wenn jemand Bock hat, dann ist das immer cool. Dann macht man den zusammen, zieht die Leute mit durch auch. Und wenn ich vorher einen Raid sehe und keine Ahnung, die sind eigentlich dann uninteressant. Ich fixiere mich gerade momentan immer auf die neuen Arenen. Bei der legendären Mittagspause ist das natürlich gut, weil ihr wisst, dass genau in diesem Zeitraum 12 bis 13 Uhr, also beim letzten Mal war es so, an jeder Arena ein Raid ist, ein 5er Raid meistens, und so könnt ihr vorher euch natürlich schon absprechen und sagen, wir machen die Arena und wir machen die Arena und die und die und die auch noch, kommt drauf an, ob ihr die ganze Stunde durchrotzen wollt, dann schafft ihr bestimmt 5, 6, 7 Raids, je nachdem wie weit die Arenen voneinander entfernt sind. Da ich Giratina aber eh nicht so krass finde und ich ja auch schon ein gutes bekommen habe, werde ich einfach nur die freien Pässe wieder mal wegmachen. Deswegen mache ich heute keinen Raid, dass ich morgen 2 Raid-Pässe habe. Und das auch als Vorbereitung für die Leute, die jetzt free spielen, die jetzt keine Coins investieren oder nicht so in Arenen sitzen können, ist es natürlich ein Anliegen, was man euch nahelegen kann. Ihr sammelt im Prinzip für diese legendäre Mittagspause eure Raid-Pässe, denn die Wahrscheinlichkeit da, 2 Raids zusammenhängend zu machen mit einer Gruppe, ist natürlich eher gegeben, als wenn ihr jetzt jeden Tag rumrennt und gucken müsst, ob ihr euren... Oh mein Gott, was ist das? Ob ihr euren Raid-Pass irgendwo wegbekommt. Ist natürlich gute Sache, wenn ihr jetzt einen gekauft noch habt oder im Shop euch holen könnt von Coins, wenn ihr in Arenen sitzt und einen Triple Raid macht, weil die nah beieinander sind, könnt ihr natürlich da auch mal ein Glücksein nutzen, könnt das auch reinhauen, könnt gleich 3 Raids am Stück machen. In dieser einen Stunde ist wahrscheinlich viel möglich. Viele Leute werden da begeistert sein und sagen, okay, wenn man das vorher weiß und ausgemacht ist, wird man sich die Zeit dann nehmen, auch Leute, die frei haben oder die dann Spätschicht haben oder die sonst was. Oder wer jetzt schon Schulschluss hat, ist ja auch, gibt es ja auch die Jüngeren dazu. Und deswegen für mich eigentlich immer die Sache, die 2 Freipässe damit reinzunehmen, am Tag davor nichts zu machen und mich auf die neuen Arenen konzentrieren,
Was ihr natürlich aber auch machen könnt, was wir morgen wahrscheinlich machen wollen, statt euch auf die neuen Arenen zu konzentrieren, ihr konzentriert euch einfach auf die X-Raid-Arenen. Denn da mal einen Fünfer abzupassen, ist genauso wie an der neuen Arena, nur dass ihr da noch mehr Nutzen habt, weil der goldene Arena ist eh irgendwann auf Gold und dann war's das, dann habt ihr dann nichts weiter davon. Aber eine X-Raid-Arena ist immer gut daran, Raids zu machen, eben für die X-Raid-Einladung. Zweimal hatte ich bisher das Vergnügen mit die Joxis in der Verteidigungsform und wir hier in Ibuhausen, wir haben ja sogar zwei X-Raid-Arenen, nämlich die Brücke der Technik und das Schwimmbad Hildburghausen. Und da wäre es natürlich sehr gelegen, mit den zwei freien Pässen an den zwei X-Raid-Arenen einen Raid zu machen. So werden wir dann direkt, ich habe sowieso bis um 12, glaube ich, ja, bis um 12, bin ich auf Arbeit, kann von dort aus dann direkt zur Brücke der Technik laufen. Da würden wir den ersten Raid machen und dann anschließend zum Theater Gurken. Vielleicht nimmt der Hosti mich wieder mit, wenn er so lieb ist, und würden dann den zweiten dort auch noch machen. Und vielleicht gehen diesmal endlich Einladungen raus, denn das Schwimmbad, obwohl das auch dran geradet wird, hat in letzter Zeit nichts mehr abgeworfen, während bei der Brücke der Technik trotzdem, also alle zwei Wochen dann natürlich, Einladungen rausgegangen sind. Wenn eine Einladung rausgegangen ist, ist die Arena ja natürlich dann gesperrt, deswegen nur alle zwei Wochen. Aber früher war es so, da konnten wir das immer abwechselnd machen, immer Brücke der Technik. Wenn die Einladung raus ist, haben wir nur noch am Schwimmbad geradet. Wenn die Einladung raus ist, war die andere ja dann schon wieder frei sozusagen, also hat man wieder da geradet und so konnte man das immer abwechseln. X-Raid, jede Woche einen X-Raid machen in der Heimat, was gibt's denn Besseres? In letzter Zeit Schwimmbad nicht mehr so krass, wirft nichts mehr ab, warum auch immer. Aber die Brücke der Technik wirft noch genau die Babys ab und so muss man das machen. Also, wenn ihr eine X-Raid-Arena habt, am besten da verabreden, am besten da die Leute mit hinziehen, denn so kriegt ihr ja nochmal sozusagen einen kostenlosen Raid-Pass, gerade für Free-to-Play-Spieler. Die X-Raid-Pässe, die müsst ihr nicht kaufen, die kosten nichts, die gibt's auch nicht im Shop. Die kriegt ihr dann in euer Inventar hinterlegt. Man könnt sozusagen noch einen kostenlosen Raid spielen, wenn ihr einen kostenlosen Raid daran spielt und euch da trefft. Und da wird das Getümmel natürlich richtig groß sein. Das sind also die Pläne für morgen. Wie ist euer Ablauf da immer? Wie geht ihr die legendäre Mittagspause an? Zieht ihr da durch? Rennt ihr da wirklich eine Stunde lang rum und macht Raid für Raid für Raid? Oder reicht euch auch ein Doppel-Raid oder ein Triple-Raid oder ein Doppel-Wopper oder sonst was? Oder sagt ihr, euch reicht sogar ein Raid, weil ihr macht heute einen und morgen nehmt ihr halt da, wo gerade was los ist, einen mit? Das macht ja eben jeder anders. Würde mich aber trotzdem natürlich mal interessieren. Und wenn ich es nicht vergesse, mache ich natürlich morgen ein Video, dann schauen wir mal, dass wir die zwei X-Raid-Arenen drauf haben und das alles klappt, der Ablauf, alles dabei. Wäre natürlich eine coole Sache. Mal gucken, wer morgen alles am Start ist. Und würde ich sagen, war's das von jetzt. Morgen nicht vergessen, legendäre Mittagspause, geht raus, sucht euch eine neue Arena, sucht euch eine X-Raid-Arena, wie auch immer, nutzt das auf jeden Fall sinnvoll, nehmt Arenen, die nah beieinander sind, macht einen Doppel-Raid, macht einen Triple-Raid, gönnt euch Erfahrungspunkte, steigt im Freundschaftslevel, lernt neue Leute kennen. In größeren Städten ist das bestimmt sehr cool, weil da viele Leute dann unterwegs sind. Da könnt ihr euch einfach auf die draufhängen und mitgehen. Und ja, würde ich auf jeden Fall so machen. Oder einfach in den Rucksack reinpacken. Robert, damn, Bruder. Auf jeden Fall war es das jetzt von mir. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, beziehungsweise morgen natürlich. Das heißt schon wieder, morgen gibt es keine Raid am Mittwoch-Folge, weil morgen ist ja die legendäre Mittagspause. Was habe ich gesagt? Immer am Mittwoch passieren irgendwelche Dinge. So wie morgen. Es gibt keine Raid am Mittwoch-Folge, dann gibt es eben wieder Raid am Mittwoch am Donnerstag. Aber das ist egal, das seid ihr ja schon gewohnt, dass das immer einen Tag später kommt. Das war's von meiner Seite jetzt aber aus. Wir sehen uns dann einfach morgen, also beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.